So, dann heiße ich Sie nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Minisprachkurs Chinesisch im Rahmen der Expo Lingua 2021. Und das ist auch schon das vierte Mal, dass wir hier eine oder mehrere China-Sessions organisieren dürfen, veranstalten dürfen und unter anderem auch den Minisprachkurs, der bei den letzten dreimal auch sehr gut angekommen. So, ein kleiner Hinweis noch: Sie können sich gerne im Chat sich anbringen und am Ende der Präsentation, wenn wir noch Zeit hätten, gehe ich auch gerne auf Ihre individuellen Fragen an. Und ansonsten gebe ich Ihnen auch gerne meine E-Mail-Adresse am Ende der Präsentation, dann können wir auch auf diesem Wege in Kontakt bleiben. Ja, dann haben wir heute Abend das Thema Länder und Städtenamen auf Chinesisch. Das heißt, ich werde Ihnen erklären, wie die Länder und Städtenamen von ausländischen Städten und von Ländern wie Deutschland oder Frankreich und Italien und Spanien habe ich jetzt als Beispiel genommen, wie die aufgebaut sind. Und ja, mehr verrate ich jetzt an dieser Stelle nicht. Vielleicht ganz kurz noch zu meiner Person. Vielleicht kennen einige von Ihnen mich auch schon durch die letzten Veranstaltungen. Mein Name ist Junnan Li. Li Junnan ist mein Name, also in chinesischer Sprache gesprochen. Li ist ja der Nachname und Junnan ist der Vorname. Ich wohne schon seit 2012 hier im Ramban-Gebiet und führe seit 2017 auch meine eigene Firma, die CDB Business Consulting, die auch diese Logo auch auf der Folie steht. Und ja, ich arbeite auch als interkulturelle Trainer und auch Dozent und auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Chinesischen Universität und freue mich heute mit Ihnen einen kleinen Kurs der chinesischen Sprache machen zu dürfen. So. Was habe ich jetzt vorbereitet? Also zunächst würde ich mit Ihnen einen kleinen Exkurs machen und auch die häufig gestellte Frage beantworten: Wie funktioniert eigentlich das Angabesystem für chinesische Schriftzeichen? Also Sie wissen ja wahrscheinlich, dass wir chinesische Schriftzeichen haben und nicht die Buchstaben haben. Aber wie funktioniert das dann, wenn wir nicht manuell etwas aufschreiben oder in Anführungszeichen malen, sondern mit der Tastatur ein chinesisches Schriftzeichen angeben möchten? Das funktioniert auf jeden Fall und da zeige ich Ihnen gerne anhand eines kleinen Beispiels, wie also mit Hilfe von Pinyin das Angabesystem funktioniert. So, Sie sehen, ich gebe eigentlich nur die Pinyin an und dann bekomme ich eine Auswahl von Schriftzeichen, auch von Wörter und auch Emoji und dann kann ich auswählen und dann, ja, also in dem Fall auch an meinen Chatpartner dann schicke. So, ja, ich hoffe, ich könnte Ihnen damit eine kleine Anführung machen in die chinesische Sprache, wie das Angabesystem in der digitalen Welt dann funktioniert für chinesische Schriftzeichen. Wer dazu Fragen hätte, kann gerne in den Chat posten, dann werde ich am Ende der Präsentation nochmal drauf eingehen. So, dann steige ich gerne mit Ihnen in das heutige Thema an, nämlich Länder- und Städtenamen auf Chinesisch. Ja, wir schauen uns zunächst mal an, wie Land und Provinz, Bundesland, Staat und Stadt auf Chinesisch heißt. Genau, jetzt mit einem Smartphone, das funktioniert in der gleichen Maße auch mit dem Computer. Also es gibt halt auch ein Angabesystem, da können Sie in der Einstellung des Systems finden. Da gibt es auch eine Tastatur in Chinesisch, für Chinesisch. Ja, es gibt spezielle Programme dafür, aber es gibt auch von dem System
gibt es auch eigenes Programm. Also es funktioniert einigermaßen schon, aber wir nutzen natürlich spezielle Programme auch sehr gerne. Genau. Ja, dann würde ich halt weitergehen mit der Präsentation, damit wir weiterkommen. Genau, so, jetzt schauen wir uns mal an. Die Wörter, die ich jetzt auf diese Folie geschrieben habe. Wir haben für das Land das Wort Ur. Und ich habe das Beispiel, Deutschland heißt dann Deguo. Und da haben wir in China die 34 Provinzen und die Provinz heißt eine Sheng. Und ein Beispiel, Shanxi Sheng. Und natürlich haben wir hier in Deutschland nicht die Provinz, sondern Bundesland. Und für Bundesland oder ein Bundesland heißt dann Zhou. Und zum Beispiel das Bundesland Hessen heißt dann Hessen-Zhou. Also Hessen. Hessen steht für Hessen und Zhou steht für das Wort Bundesland. Ja, das Gleiche gilt auch für eine Stadt. Eine Stadt heißt auf Englisch Shi. Und Shi heißt dann eine Stadt und in China wird unter einer Stadt anders verstanden als hier in Deutschland, also von der Größe her. Dazu komme ich noch gleich. Und hier das Beispiel Xi'an Shi. Also Xi'an ist eine chinesische Stadt, beziehungsweise auch die Hauptstadt von der Provinz Shanxi, die ich hier auch als Beispiel genommen habe. Und das ist da auch gleichzeitig die Stadt, wo die Terrakotta-Armee liegt. Ja, vielleicht haben Sie mal von der Terrakotta-Armee schon gehört oder haben Sie die auch schon mal besucht? Wenn Sie die schon mal besucht haben, können Sie auch gerne in den Chat schreiben. Und in China haben wir auch Stadt, und zwar vier Stück. Und ein ganz gutes Beispiel, also Peking ist eine Stadt, heißt dann Beijing Shi. Das ist auch mit Shi und diese Zhixia heißt dann eine Stadt, also direkt regierte Stadt sozusagen. Aber das kürzen wir dann in der Kombination dann ab und sagen auch nur Beijing Shi, weil wir ja sowieso nur vier Stück haben. Genau, die anderen sind ja Shanghai und dann die Nachbarstadt von Peking heißt Tianjin und dann noch eine Riesenstadt heißt Chongqing und auch bekannt für Feuertopf. So, dazu komme ich auch noch gleich. Ja, ja, ich habe soeben auch erwähnt, in China sind die Städte viel, viel größer als hier in Deutschland. Also ich wohne persönlich jetzt mittlerweile in der Stadt Bad Camberg im Taunus mit ca. 30.000 Einwohnern. Und das wäre in China nur ein District, also nur ein Bezirk von einer Stadt, die nicht unbedingt so groß ist wie Peking, aber das wäre auf jeden Fall keine eigenständige Stadt in China. Und um das ein bisschen lebendig zu klären, habe ich jetzt da ein gutes Beispiel genommen in der Stadt Xi'an. Das ist auch meine Geburtsstadt, meine Heimatstadt und deswegen kenne ich mich da auch am besten aus. Ich habe jetzt das Beispiel genommen. Sie sehen auf der linken Seite ist da eine Navi-Angabe vom Nordbahnhof Xi'an nach, also zu dem Unicampus der Xi'an International Studies University. Und Sie sehen die Entfernung, es sind 38 Kilometer mit dem Auto. Und diese Fahrt würde hat aufgrund der Verkehrssituation ungefähr eine Stunde oder sogar noch länger dauern. Also Sie können sich vorstellen, wie weit wir dann schon fahren können innerhalb von einer Stunde mit dem Auto hier in Deutschland. Entweder auf der Autobahn oder auch auf der Bundesstraße, dann wären wir eigentlich schon durch mehrere Städte gefahren. Und 38 Kilometer, das sind halt auch schon ja, mehrere Städte schon vorbei. Genau. Ja, ich sehe im Chat, das ist genau der Punkt.
Also die CN ist eigentlich noch keine Riesenstadt für China. Das ist noch einigermaßen die normale Größe für Millionenstädte in China. Und wie viele Millionenstädte haben wir denn in China? Das sind, also habe ich heute noch recherchiert, das sind circa 93. Mit mehr als 1 Million Einwohner und teilweise sogar auch ja, Milliardenstädte. Und genau, die Stadt Chongqing möchte ich nochmal hervorheben, weil die eigentlich eine Riesenstadt ist. Und Sie sehen, hier auf der rechten Seite habe ich so den Stadtplan von der Stadt Chongqing. Und das wäre in Deutschland vielleicht schon ein Landkreis. Und ja, denken Sie dran, wie groß ist eigentlich Deutschland in der Fläche? Und ich habe jetzt extra noch ein weiteres Beispiel genommen von der Shandong-Provinz. Also eine Provinz besteht aus mehreren Städten und in dem Fall die Shandong-Provinz besteht aus, glaube ich, ja, knapp 20 Städte. Bin ich mir nicht so ganz sicher, aber von der Größe her, die Provinz hat 157.000 Quadratkilometer. Und ich habe heute auch noch mal genau recherchiert. Deutschland ist, glaube ich, zweimal so groß wie die Provinz Shandong. Also Sie können sich schon mal vorstellen, wie groß denn die andere Provinzen sind und auch ja, im Verhältnis, in diesem Verhältnis, wie klein Deutschland eigentlich ist. Und deswegen sagen wir auch als Überseechinesen, als Chinesen, die in Deutschland leben, sagen wir oft, ja, Deutschland ist halt ein großes Dorf, also in Anführungszeichen im chinesischen Verhältnis. Und ja. Genau, damit wollte ich mal ein kleines Bild machen, wie groß die chinesischen Städte sind und auch die Entfernung innerhalb einer Stadt. So, jetzt komme ich noch zu ein paar Beispielen. Ich habe jetzt auch, wie vorher schon angekündigt, 4 Beispiele genommen aus europäischen Ländernamen und entsprechend jeweils ein Bild zu dem, was als erstens anfällt, wenn meine Landsleute von diesem Land hören. Also wenn ich in China jemandem erzähle zum ersten Mal, dass ich in Deutschland lebe, dann sagen die sofort, ja, in Deutschland gibt es Wurst, gibt es verschiedene Wurstarten und die essen sehr viel Brot und die trinken sehr gerne Bier. Das ist ja klar. Das ist das sozusagen das Deutschlandbild für viele meiner Landsleute. Und entsprechend sehen sie auch, was für Frankreich steht und für Italien und Spanien. So, jetzt würde ich Ihnen gerne mal kurz die Verwirrte beibringen. Und zwar Deutschland heißt Deguo. Also De steht ja für Deutschland, erinnert auch an Deutschland mit D. Und Guo, wie ich vorher auch schon gesagt habe, steht für das Wort Land. Und entsprechend heißt dann Frankreich Fa Guo. Und Fa erinnert auch an Frankreich, also F. Und wörtlich übersetzt heißt Fa dann Gesetz. Und De wörtlich übersetzt heißt dann Moral, also oder Tugend. Und Italien, ja, Italien hat nicht das Schriftzeichen Gur dabei, sondern das kommt auch von der Aussprache, aber vor allem aus der englischen Sprache, nicht der deutschen Aussprache, sondern englische Aussprache Italy. Und heißt dann Itali. Itali. Und Spanien heißt auch nicht mit Guo, sondern Sibanja. Und lustigerweise hat Sibanja, also Spanien, erinnert auch an die Aussprache von Spanien.
Und Ja hat eine interessante Bedeutung, heißt Zahn. Also hat keine eigene Bedeutung in dem Zusammenhang, aber wir haben einfach das Schriftzeichen für Zahn genommen in der chinesischen Bezeichnung für Spanien. Genau, ich sehe gerade eine weitere Frage. Polen heißt Burlan. Also ich kann gleich nochmal in den Chat schreiben, die Pinyin. Also Burlan klingt auch nach wie Polen, ne? So, ja, ich gehe erstmal weiter und dann haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit für Fragen. Genau, dann habe ich auch ja, andere Länder, bitte. Ja, schreiben Sie gerne in den Chat, von welchen Ländern Sie gerne noch die chinesische Schrift, chinesische Zeichen haben möchten. Genau. Ja, dann komme ich erstmal weiter mit der Folie. Bei Städtenamen habe ich jetzt ein paar deutsche Städte genommen, um auch Ihnen ein kleines Bild zu machen, was oder welche Städte für Deutschland stehen, also aus chinesischer Sicht, und was jeweils für die Stadt steht. Also was ist das Symbol für die jeweilige Stadt? Genau. Wenn eine chinesische Reisegruppe eine Europareise macht, welche Stationen haben die denn meistens in Deutschland? Die erste Station ist meistens Frankfurt oder hat München. Und in München werden die auf alle Fälle Neuschwanstein besuchen gehen. Und München heißt auf Chinesisch Munihe. Und das kommt eher von der englischen Bezeichnung Munich, aber nicht München. Und die nächste Station ist im normalen Fall Stuttgart, um das Mercedes-Benz-Museum zu besuchen. Und Stuttgart heißt auf Chinesisch Zitujiate. Also wenn Sie ganz genau hören, dann klingen die Namen auch nach der Aussprache. Ja, also Stuttgart heißt dann Zitujiate. Nur wir haben dann hat jeweils ein Schriftzeichen für diese Bezeichnungen genommen. Na, und dann die nächste Station ist, ich sehe gerade, dass jemand in den Chat geschrieben hat, Heidelberg, das ist ja korrekt, das habe ich noch vergessen. Heidelberg heißt auf Chinesisch Heiderbau. Und das ist eigentlich, wenn man ganz genau guckt, eine falsche Übersetzung oder ein falsches Schriftzeichen, weil Heidelberg hat das Wort Berg und Bau heißt auf Chinesisch eigentlich eine Burg. Also das ist falsch übersetzt worden, aber das ist mittlerweile ja eine Sache der Gewöhnlichkeit. Und wir sind dran gewohnt und wollen natürlich nicht aus diesem Grund nochmal die Bezeichnung ändern. Also, na, Barcelona heißt dann auch ganz einfach Barcelona. Also Barcelona kommt auch direkt von der Aussprache. So, und ja, Sie können weitere Städte in den Chat posten, dann, wenn ich sehe, dann kann ich auch noch gleich dazu was sagen. Und die nächste Station ist normalerweise Köln. Und Köln heißt für den Kölner Dom. Und lustigerweise, ich hab auch in der Vergangenheit ein paar Reisegruppen auch begleitet und die waren halt nur in Köln für kurze Zeit, für 2 Stunden, 1 Stunde für Dom und 1 Stunde für Mittagessen, Mittagpause und danach geht es weiter nach Amsterdam meistens. Und Köln heißt dann Kirlung, also Kirlung. Ja, auch wieder die englischsprachige Aussprache. Und dann haben wir natürlich ganz wichtig, last but not least, noch die Stadt Berlin. Und Berlin, für Berlin steht ja meistens Brandenburger Turm oder auch Berliner Mauer. Und
Berlin heißt auf Chinesisch Borlin. Borlin. So, ich gehe jetzt, schau kann mal nach der Uhr. Gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, Frankreich habe ich, also Hamburg heißt Hanbau. Hanbau. Und genau, Hamburg heißt gleich wie ein Burger, also wirklich ein wirklicher Burger, heißt auch Hanbau. Und Bremen heißt Bulaimei. Und Moskau heißt Moskau. Und genau, Barcelona hatten wir schon. Und Frankreich hatte ich auch auf der letzten Folie, heißt Fagor. Fagor. Also Fa. Und Gor für das Zeichen des Land. Genau. Und Russland heißt Urlose. Das ist ein bisschen speziell, muss ich sagen. Urlose. Ja, also wenn Sie die Schriftzeichen haben möchten, schreiben Sie mir gerne im Anschluss eine E-Mail. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier zeitlich hinbekommen werden. Genau, und last but not least, Falanke für Frankfurt. Das ist entweder, wo die landen oder wo, von wo die chinesischen Reisegruppen abfliegen, also zurückfliegen nach China. Der Grund ist ganz einfach. In Frankfurt ist meistens die letzte Station vor dem Abflug, weil es hier hat, also neben diese ganzen Sehenswürdigkeiten, natürlich ganz wichtig, also Galeria Kaufhof und Goethestraße, das sind halt ja, Pflichtstationen für chinesische Touristen. Ja, genau, wenn Sie weitere Namen haben möchten von der Aussprache her, können Sie gerne in den Chat schreiben, dann sage ich auch gleich. Aber ich gehe erstmal weiter. Ich möchte Ihnen noch, bevor wir zu Ende kommen und in die Fragerunde gehen, noch ganz kurz was beibringen. Und zwar, wie sagen Sie auf Chinesisch, ich komme aus? So, also wenn Sie vielleicht ein bisschen Chinesisch schon können oder schon bei unserem letzten oder vorletzten Webinar dabei waren, dann kennen Sie wahrscheinlich das Schriftzeichen für ich, heißt Uo. Und dann heißt, komme aus, also ich komme aus, heißt dann Lai Zi. Lai heißt kommen und Zi, ja, steht für aus. Und dann kommt erst das Land. Also wenn Sie gegenüber einem chinesischen Publikum sich vorstellen, dann ist meistens schon sinnvoll, auch das Land zu sagen, zu erwähnen. Also, Und dann das Bundesland, dann Hessen und die Stadt Falankofu. So, dann sage ich das nochmal in dem ganzen Satz. Also Shi für die Stadt. Genau, ich sehe gerade, dass jemand auch gepostet hat. Heißt, ich bin in Deutschland zum Beispiel, dann sage ich wo zai deguo. Und wo shi, ja, wo shi nali ren, das heißt, ich bin Frankfurter zum Beispiel, dann sage ich wo shi falankefu ren. Ja, aber nicht, wenn ich sage, ich komme aus, dann heißt wo leize. Also, wenn man sich ganz grob vorstellt, das sagt man auch, wenn ich sage, ich bin von der Firma CDB Business Consulting zum Beispiel, und dann sage ich, leite CDB Business Consulting auch. Also, das geht auch. Wie ist das mit der Tonation? Ich habe die Frage jetzt erst nicht so ganz verstanden. Also Sie können vielleicht noch mal die Frage stellen und dann mache ich gerade noch die zwei letzten Folien. Dann habe ich noch mal Zeit für die Fragen. Genau, also ja,
bin jetzt halt schon so weit mit dem Sprachkurs oder mit unserem Kernthema. Und jetzt möchte ich gerne noch einen kleinen Hinweis geben, falls Sie morgen mittags Zeit haben. Vielleicht haben Sie sich auch schon angemeldet. Ich habe morgen mittags halt noch einen weiteren Vortrag oder ein Webinar zu neuen Büchern über China, was Sie lesen müssen, um China besser zu verstehen. Und genau, was da nicht in der Ankündigungstext schon aufgenommen wurde, was auf der Seite steht, ist, dass ich noch einen Gast gewinnen könnte. Das ist der Ulrich Sohrmann, der hat auch ein super interessantes Buch über chinesische Mentalitäten, über chinesische Verhältnismuster geschrieben. Und ja, über einen Gastvortrag von ihm dürfen Sie sich auch schon freuen. Sie können gerne mal googeln, wer der Ulrich Sohrmann ist und was für ein Buch er geschrieben hat. Mehr verrate ich hier ist an dieser Stelle auch noch nicht. So, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Mitmachen und ich kann vielleicht die eine oder andere Frage noch kurz beantworten. Genau, mit der also Betonung. Ja, es gibt ja halt vier Töne in der chinesischen Sprache, die halt den wesentlichen Unterschied auch machen. Und genau, also ja, ich sag mal so, wenn Sie da Interesse hätten und mehr Infos möchten, dann können Sie mir auch gerne mal eine kurze E-Mail schreiben. Dann schicke ich Ihnen auch gerne mal den Link zu dem Beitrag bei unserem ersten Expolingua Online Session. Da habe ich genau zu den Tönen und auch zu den Schriftzeichen auch etwas erzählt, was Ihnen vielleicht weiterhilft. Genau, ja, dann nochmal herzlichen Dank und ich würde mich auch freuen, wenn Sie morgen dabei sind und wir planen auch weitere Sessions zu China-Themen. Und dann, ja, bleiben Sie auch gerne dabei und wir würden uns auch sehr freuen.